mittelstark vergiftet ist. Wir haben eine Kriegsarmbrust dabei und eine relativ gute Rüstung. Und haben, was weiß ich, wie viel Erfahrung gesammelt, bevor wir in die Mine gegangen sind, obwohl es eigentlich so gedacht sein sollte, denke ich mal, dass man direkt in die Mine geht. In dem Fall werden uns so ein paar Minecrawler sicherlich kein Problem darstellen. Außerdem denke ich, dass vielleicht sogar hoch in der Mine auch irgendwelche Lehrer sein werden, die uns verbessern können. Ich habe schon wieder einen Wolf gehört. Ohne Scheiße, wenn ich jetzt eine Stufe gestiegen wäre, ich wäre direkt wieder hochgerannt in die Stadt. Ja, so klar. Da hinten haben wir noch einen Wolf. Ich glaube, das kriege ich jetzt auch noch gleich hin, dass ich jetzt noch Stufe steige. Dann kann ich direkt zurückrennen in die Stadt und wirklich noch ein bisschen mehr lernen. Ist ja klar. Ich glaube, der ist auch wieder am Gift gestorben. Ich habe nämlich jedenfalls keinen Treffer mit dem Schwert gehört. Das kann man auch hören, dann macht sie mir so. Was heißt halt ein bisschen Bäm, ne? Keine Ahnung, kann ich nicht erklären. Auf jeden Fall hört man das normalerweise, wenn man einen Gegner trifft. Und ich habe nichts gehört. Deswegen ist der am Gift verreckt. So, dann schwimmen wir jetzt halt mal durch den See. Töten dabei alles Lebewesen, da der Degen permanent im Wasser hängt und das Gift ablässt. Ja, da sehen wir auch eine Turmspitze, denn da unten ist das alte Lager, zumindest die Burg, nur weiß angestrichen, unter Wasser. Und soweit ich das weiß, ist da irgendwie eine Untotenstadt oder sowas, aber darauf werden wir ja später dann noch, ne, da werden wir noch zu kommen. Erstmal schön am Abend noch eine Runde schwimmen bei schönem Wetter, ne. Es pisst zwar aus allen Röhren, aber scheißegal. Macht ja nichts aus. Oh nein, hier sehen wir hier die Strömung und da ist er weg. Und da hat man eben gesehen, dass. Ja, also, ne? Manchmal ist das Wasser klar und manchmal einfach nur dreckig. Und momentan ist es richtig dreckig, weil man sieht gar nichts. So. Der See ist schon ein bisschen groß, ne? Da schwimmt der Kerl einfach mal ein paar hundert Meter. Obwohl ein paar hundert Meter, weiß ich jetzt nicht. Was wird denn das sein? Warte mal. Komm erstmal raus aus dem Wasser. Nein, nicht ins Wasser, sondern aus dem Wasser. Ja. So geht es natürlich auch. Und ja. Freudensprung nach oben. Sehr elegant. Endlich. Ja. 100, 200 Meter ungefähr. Keine Ahnung. Kann ich jetzt schwer abschätzen. Ist mir aber auch egal. Ist doch Wurst. Ist doch Käse. Ist doch was weiß ich noch alles. Sollen wir da echt rein? Wir haben ja auch eine Spitzhacke, ne? Das ist ja, ja, gut. Haben wir ja dem einen abgeluchst. Schön. Ich hoffe, da drin ist gut beleuchtet, weil ich habe keinen Bock, durchs Dunkle zu latschen. Und, oh, da ist ein Trank. Ja, das scheint wirklich, die Mine zu sein. Wir haben 30 Tränke dabei. Relativ gut. Relativ. Was habe ich denn gerade? Egal. Versuche mich gerade zu verbessern, dabei war alles korrekt. Egal. Ja, relativ gute Ausrüstung, deswegen geht's jetzt rein. Geht's überhaupt rein? Das sieht so dunkel aus. Aber direkt keinen Bock mehr, aber egal. Wird schon schief gehen. Ja, Mine. Sieht zumindest so aus. Ist ja dunkel. Aber wir haben Fackeln dabei, ne? Ja, 40 Stück. Okay, da geht's wahrscheinlich wieder raus. Wenn man logisch denken könnte und so dunkel. So was hasse ich. Oh, hier ist eine kleine Armee. Naja. Es ist lange her, dass ein Krieger Jacklitz den Weg in die Mine findet. Geh zu Lauren, er ist der Chef der Mine und kann dir in jeder Angelegenheit weiterhelfen. Anscheinend haben wir auch ein paar Kollegen, ne? Oh, guck mal hier. Fies. Nochmal fies. Also hier ist was los. Hi, ich wurde hergeschickt, um nachzusehen, warum keine Nachrichten mehr aus der Mine kommen. Du meinst, du wurdest hergeschickt, um herauszufinden, warum kein Erz mehr kommt? Ja,
Nun, vielleicht liegt es ja daran, dass unsere letzte Lieferung von Banditen überfallen wurde. Oder es liegt daran, dass wir keine Ausrüstung mehr haben, da einer meiner Leute, Xeron, den Schlüssel für die Truhe mit der Ausrüstung hatte und dieser sich dann bequemerweise entschieden hat, den Canyon Crawlern einen Besuch abzustatten. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir hier in diesem dreckigen Loch einfach langsam den Verstand verlieren. Kann ich euch irgendwie helfen? Klar kannst du helfen. Das Einzige, was du tun musst, ist dich zum Nest dieser Viecher durchzuprügeln, den Schlüssel zu finden und ihn wieder herzubringen. Das schaffst du doch sicherlich, oder? Klar, gar kein Problem. Ich mache mich mal auf den Weg. Du bist verrückt. Aber trotzdem, nimm die Heiltränke. Du wirst sie brauchen, wenn du es wirklich versuchst. Ja, warum sollten wir es nicht hinkriegen? Also bitte, komm, ich bitte dich. Also das ist ja wohl... Da keine kleine Kackviecher, die können doch gar nichts, Mann. Aber erstmal ja. Drittes Mal fies. Naja. Ja, aber dann hier oben nochmal zwei Wachen, schön. Hey. Ey. Her mit dem Geld. Danke. Wir brauchen das Geld zwar eigentlich überhaupt nicht, aber... Dort liegt ein Skelett. Ach, wie nett. Hey, du. Naja. Vielleicht werden wir es doch irgendwann mal wieder brauchen. Außerdem kriegen wir eine schöne Erfahrung. Zapfen wir denen alles ab. Ich hoffe nur, dass es bei den Crawlern nicht so dunkel ist, weil das macht die Sache ein bisschen schwierig. Hütte. Naja, egal. Was hat denn der zu sagen, ja, der Kollege? Boah, jetzt fängt sie da an zu ruckeln. Oh, ne. Hey, du. Na, okay, der hat gar nichts zu sagen. Auch sehr toll. Deswegen 80 Gold geschnappt und weiter geht's. 10.000 Gold. Jawohl. Jetzt haben wir es geschafft. Da unten sind noch mehr. Ach du Kacke. Ach du Kacke, was ist das hier für ein Lager? Oh, der Erzschmiede. Der Erzschmelzer, ja. Hä? Ach. Cool, kann man sogar was machen. Egal. Ja, mit der Fackel. Super Idee. Da liegt doch was rum, ich bin doch nicht dumm. Ah, der Amulett. Was kann das? Ja, nehmen wir direkt. Ja. Obwohl. Ja, wenn wir noch sehen, was wir mehr gebrauchen können. Ich denke, wir brauchen Geschicklichkeit. Eher als ein bisschen mehr Leben. Aber jetzt ruckelt's schon wieder. Aber ich gehe doch davon aus, dass die guten Leute hier ausrauben, hey, kann, oder? Du. Ja, oder so. Ah, noch was. Ich verrate dir mal ein Buddler-Geheimnis. Ab und zu bietet es sich an, einen Trümmerschlag anzusetzen. Wenn du ein paar Mal gehackt hast und es ist nichts dabei rumgekommen, dann zieh die Spitze der Hacke einmal quer über den Fels. Mit etwas Glück kriegst du sogleich mehrere Brocken. Ja, danke für den Tipp. Es ruckelt wieder richtig. Toll. 40 Gold, 150 Erfahrung. Boah, Gott, ist das gerade wieder schlimm. Ich hasse das wirklich, ich hasse das. Das stört einfach nur. Hey! Wenn du gleichmäßig hackst, kann nichts mehr schieflaufen. Was anderes kann ich dir leider nicht sagen. Red mal ein bisschen lauter, mein Freund, dich hört man gar nicht. Danke fürs Geld, danke für die Erfahrung. Wenn es so weitergeht, steigen wir echt noch eine Stufe. Wieder durchs Klauen. Oh, hier. Ja, schon am Trellern. Ja. Was ist deine Aufgabe hier in der Mine? Ich passe auf, dass die Minenarbeiter schön fleißig arbeiten und versorge die Leute mit Waren. Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Ja, du kannst Lauren helfen. Das hat im Moment höchste Priorität. Ja, machen wir schon. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dich im Umgang mit dem Ein- und dem Zweihänder trainieren. Gut. Wirklich gut. Katsching. Zeig mir deine Ware. Bäh, was ist denn das für ein Gammler? Naja, ein bisschen Grundausrüstung hat er eben. Die Waffen sind zwar einfach nur Schrott, aber ein paar Tränke. Und ein paar Fackeln, immerhin. Und Geld haben wir ja so oder so genug. Hey, du. Ja, es ruckelt ab und zu, wie gesagt, dafür kann ich nichts, keine Ahnung. Kopfarbeit, Junge. Goldhacken ist reine Kopfarbeit. Versuche nicht, den Fels zu bezwingen, denn er ist härter als du. Mach dich vor allem frei. Versuche eins zu werden mit dem Gold. Dann ist es wie ein Gebiet.
eine Meditation. Der kam bestimmt direkt aus dem Sektenspinnerlager. Allerdings ist ja Jaktyl was ganz anderes. Jaktyl, was ganz anderes als Corin ist, aber ist ja egal. Die sind alle gleich. Die haben alle irgendwo ein Rad ab. Ey, red mit mir, Mann. Danke. Immer von unten nach oben hacken. Das ist zwar schwierig, aber auf diese Weise kriegst du mehr Erz aus dem Gestein. Ja, okay, danke. Jetzt ruckelt's wieder. Und wir kriegen ein bisschen Geld. Ist dann mal bald auch mal wieder eine Stufe steigen, hoffe ich doch. Hey, du. Beinarbeit, das ist alles Beinarbeit. Die Kraft und der Schwung kommen aus den Beinen. Ja, deine Beine stecken gerade im Fels. Aber okay. Und wir haben doch auch eine Quest, ne? Was hier... Moment, ich guck gerade nochmal nach. Huch. Der Traum vom Schmied. Geran will 10 Erzklumpen. Die kriegt er auch. Hier ist genug. Spitzhacke haben wir ja hier mit Fackel oben dran. Waschechter Butler, klar. Es ruckelt dabei, aber tut mir leid. Ich versuch's einfach mal. Wie gesagt, Spitzhacke mit Fackelansatz, da sieht man besser. So, hier gibt's nichts mehr zu holen. Oh, ist das am Ruckeln. Ist eklig, ist das. Und wir haben 5 Eisenerzbrocken und ja, 3 Epandos-Erzbrocken. Okay. Was auch immer das sein mag, es ist mir wurscht. Machen wir einfach weiter. So, ein bisschen über Goldhacken gesteigert, auch wenn wir die ganze Zeit Erz hacken. Ist das gleiche wie Goldhacken. Oh, ist das am Ruckeln. Ist das eklig. So, noch einen Erzbrocken geholt. Und noch einen anscheinend. Und ein bisschen über Dingsen gesteigt. Ja, ja. 2 Erzbrocken gehackt und es ruckelt wie was weiß ich. Und mach direkt weiter, Kollege. Nochmal 2 schön. Hör jetzt mal bitte auf zu ruckeln, das ist gut. Nochmal 1 und boah, ist das gerade schwierig. Ja, jetzt geht's wieder, jetzt wieder nicht und jetzt geht's wieder doch. Und da holen wir einiges raus an Erzbrocken. Jetzt haben wir schon 20, wir brauchen zwar nur 10, aber haben die einen Wert? Ja, 200. Und im alten Lager haben die damit gehandelt. Da war das Gold. Obwohl es eigentlich 200 Mal mehr wert ist, aber okay, ne? War ja auch mager. Magererz, nein. Mega-Ultra-Erz. Boah, ist das am Ruckeln wieder. Magererz, klingt lustig. Ich würde sagen, wenn wir jetzt auch wieder aus der Mine rauskommen, würde ich vielleicht erstmal die Quest beenden. Wir wissen ja, was wir jetzt zu tun haben. Dann würde ich da einfach wieder das nächste Mal einsteigen und wieder zur Mine laufen und dann halt dort wieder reingehen und die Crawler erledigen. Weil ich würde jetzt lieber die eine Quest, der Traum vom Schmied, erledigen. Genug Erz haben wir ja dabei. Hörst du mal bitte auf zu ruckeln. Ich fall gleich noch runter und das will ich eigentlich nicht. Aber es ist wirklich so dermaßen dunkel da unten. Aber ist ja realistisch, ne? Das sind ja auch Minecrawler. Und da glitzern höchstens die Kristalle. Ist ja auch irgendwo logisch. So, jetzt gehen wir zurück. Oh, seht mal hier, 3 Snapper und eine Heilpflanze. Oder Wurzel oder was auch immer. So. Wir haben Nacht, sind mitten im Canyon und das ist doch auch mal was Schönes. Ja. Abspeichern und... Nein, die Fackel, egal. Wir haben 40. So, zurück in der Stadt. Na, die Waffe brauchst du jetzt nicht. Warum holt denn die Waffe raus? Ist mir schon fast egal. Ja, ich bin klug. Ja, wirklich. Stimmt sogar. Hat er recht. Seht ihr, ich laufe nur gegen die Wand. Das ist mal wieder typisch. Passiert jedem Mal. Kann passieren. Er erzählt alles weiter. Wie gesagt, es ist jetzt so ein bisschen am Ruckeln. Da ist der Meer da an. Nein! Hier, ein. Danke sehr. Ich will dem kein Holz ver. Was? Ein Holz bringt 10 Gold und. Oh Gott! Ich werde hier bekloppt hier in Jaktyl. Warum will jeder Holz haben? Ist Holz das neue Gold oder was? Handeln wir jetzt mit Gold, mit Holz oder? Ich werde bekloppt. Ich werde einfach nur bekloppt. Hier, deine 10 Erzklumpen. Gut, dann kannst du mehr dann jetzt zu mir schicken. Schön. Der Traum vom Schmied.
Ich habe Geran die 10 Erzklumpen gebracht und kann jetzt Geran zu ihm schicken. Geran, da ist doch mehr dann, oder? Ist egal. Ich konnte Geran mit ein wenig Erz überreden, dich an die Schmiede zu lassen. Wie kann ich dir das jemals danken? Mein Leben lang habe ich schon davon geträumt, ein Schmied zu werden. Wie wär's mit einer kleinen Belohnung? Natürlich. Die hast du dir mehr als verdient. Das ist ein doppelter Apfel. Achso, das ist ein Kraut, ne? Ach, Geran heißt der Schmied. Ich denke schon, was ist denn jetzt wieder kaputt? Wo ist denn das? Da, der Traum vom Schmied. Ich habe Geran... Achso, er hat die 10 Erzklumpen gebracht. Jetzt kann Merdan schmieden gehen, wenn er will. Ja, ein paar Quests haben wir schon. Aber gar nicht mal so viele, finde ich. Schon relativ wenig, aber das zieht sich auch, wie gesagt, im Gegner demolieren auch ziemlich. Wenn wir auch das nächste Mal direkt ansetzen. Ist das wieder am Ruckeln. Wir werden gerade mal schlafen gehen. Dann haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was zu verkaufen. Das Verkaufen war dann auch gerade noch. Und ja. Dann war es das für die Aufnahme. Wir waren wenigstens schon mal in der Schmiede drin und haben schon mal alle ausgeraubt. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ne, immerhin schon mal sowas erledigt. Und wir wissen ja, dass wir jetzt nur noch ein paar kleine Mini-Minecrawler erledigen müssen. Werden bestimmt ja so 100.000 sein, aber das ist ja egal. Mit dem Meisterdegen geht alles. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Wolfsfell, das ist gut. Das sind ja eine Menge Felle. Nur weiter so. Ja, jetzt ruckelt's wieder und eine Menge Felle. 2 Stück. 2 ist eine Menge. Ja, es ist eine Menge. Und zwar eine Menge von 2. Da hat er recht. Sag mir deine Ware. Ah, dann hat er gut aufgepasst. Wir haben jetzt auch Knochen eines Skeletts und eines Goblins. Wir könnten dann nochmal versuchen, in der nächsten Aufnahme dann das mit dem blöden Trank zu probieren. Hier mit diesem, ne? Hier, Elixier des Lebens. Allerdings will ich das vielleicht erst machen. Was ist das denn? Ach, ein Kronstöckel. Das will ich dann aber vielleicht erst machen, wenn wir das mit der Mine so größtenteils erledigt haben. Und das wird noch viel schlimmer. Denn wer weiß, was da noch groß passieren kann. Ja, das könnten wir jetzt noch machen. Die letzten 2 Minuten noch ein bisschen totschlagen. Totschlagen! Naja, so nicht. Honig, doppelter Apfel. Doppelter Apfel verlangsamt die Zeit. Wow. Warum sind... Achso, Epandos-Erzbrocken sind 200 wert. Normale Erzbrocken sind nur 5 wert. Alles klar, okay, gut. Ja. Wenn du meinst. Ich glaube, wir können diese Widerstandskräfte noch ein bisschen verstärken, oder? Also auf Stufe 3. Es kann sein, dass ich mich irre, aber... Kann natürlich auch sein, dass ich mich nicht irre. Sag mir deine Ware. Bedien dich. Lass dir aber nicht die Finger zu lang werden. Boah, hat die mit ihren blöden Finger zu lang werden. Ja, komm. Obwohl ich bald die Stängel noch. Die Stängel Sumpfkraut. Wer weiß, was manche Leute noch wollen für, was weiß ich, den Quest zu heben. Ja, gut. Nee, verkaufen wir mal nix. Wollte ich zwar gerade machen, aber hat sich erledigt. Zu dem Turm da hinten werden wir bestimmt auch noch irgendwann kommen. Bestimmt. Irgendwann. Wie gesagt, hier gibt es keine Quest mehr. Wir können jetzt eigentlich zurück zur Mine laufen, aber das mache ich nicht. Das lohnt sich nicht mehr. Was haben wir denn eigentlich alles an Runen? Ach stimmt, habe ich schon mal gesehen. Skelette schaffen, mittlere Wunden heilen, Licht und den Teleport in die Stadt. Ja. Ach, der Schädel. Schön. Können wir als Deko auf den Tisch stellen. Sieht bestimmt wundervoll aus. Ja, und... Ja, mach fertig. Ja, das war's dann. Ich würde sagen, ja, wie gesagt, das war's für die Aufnahme. Sag ich gerne nochmal. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.